Eine eigene Ausstellung widmet sich zum 100-jährigen Jubiläum dem Salzburger Marionettentheater. Die Schau im Salzburg-Museum trägt den Namen des Theatergründers Anton Eicher. Der Bildhauer erfüllte sich vor 100 Jahren mit dem Theater einen Traum. Es ist wirklich der Traum jedes Bildhauers, dass eine Figur sich anfängt zu bewegen. Also so wie bei Pygmalion, du erschaffst ein Wesen und es geht. Und offenbar war das sein Hintergrund. Und er hat sich wirklich in München Anregungen geholt. Und dieser Münchner Puppenspieler hat ihm gesagt, also wenn nicht Sie, wer soll dann so ein Theater aufbauen, weil es ist ein schwieriges Unterfangen. Die Ausstellung zeigt neben Eichers Leben vor allem eines, Puppen des Marionettentheaters. Die Puppenspieler arbeiteten gemeinsam mit dem Museum an der Ausstellung. Ja, wir haben also so an die 60 Figuren mitgehabt und der Magister Husti hat eben dann ausgesucht, was er wollte und wir haben es dann so zusammen aufgehängt und wie, wo sie hinkommen, das war also die Arbeit. Im Jubiläumsjahr ist viel los für das Marionettentheater. Gerade hatte das Stück Alice im Wunderland Premiere. Während die Ausstellung eröffnet wird, bereitet man sich auf eine neue Tournee vor. Und das Theater soll eine neue Richtung bekommen. Ich denke wirklich fest, dass wir uns in Salzburg wieder mehr verankern müssen, weil sie waren in den 50er Jahren immer ein halbes Jahr weg. Es wurden die Kinder ausgeblendet, also das einzige Stück, was bis vor kurzem als Kinderstück war, der Nussknacker. Das finde ich ganz wichtig. Und überhaupt die Arbeit mit Kindern. Wir wollen kleine Stücke machen, um in die Schulen zu gehen, die Workshop-Tätigkeit vermehren. Öffnen das Theater, dass wir zeigen, was wir tun, dass wir sehen, dass die Leute sehen, was die Puppenspieler leisten.